87 Punkten habe ich die Ausbildung geschafft und die Schule mit einem 1,1er Schnitt. Was macht der? Digga. Jo, da ist die eine G-Klasse als Cabrio. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Wir sind bei einem neuen Video angelangt. Und es ist das angekündigte, nennen wir es Vorstellungsvideo, wo ich einfach kurz erkläre, hey, wer bin ich eigentlich? Und ohne lang rumzuschnacken, legen wir doch einfach mal los. Mein Name ist, anders als es mein Username vermuten lässt, tatsächlich Daniel. Ich weiß, das ist gerade Ultra Mind Games, dass jemand, dessen Username nicht Dani ist, in wirklich Daniel heißt. Weil irgendwo stimmt's auch. Weil es ist Daniel, nicht Dani. Ja, ansonsten, ich bin 24, werde jetzt bald 25, fahre seit knapp einem Jahr Motorrad, habe den Schein aber schon seit, ich glaube, fast 3 Jahren oder so, weil ich die ersten 2 Jahre es nicht auf die Reihe bekommen habe, mir irgendein Motorrad zu kaufen. Warum habe ich es nicht auf die Reihe bekommen, mir irgendein Motorrad zu kaufen? Weil man mit einem Ausbildungsgehalt in München nie im Leben über die Runden kommen kann. Weil in der Zeit, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, war ich noch in der Ausbildung. Ich bin ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel, also ziemlich die Ausbildung, die jeder nimmt, falls er sich woanders schon vergeigt hat, was bei mir auch der Fall ist, weil ich davon eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, glaube ich, heißt es offiziell. Das habe ich gemacht, habe verkackt, weil ich nicht zur Schule gegangen bin. Von daher, Kinder, merkt euch, geht zur Schule. Dann habe ich meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, habe das auch schön brav abgeschlossen. Ich habe nicht einen Tag in der Schule gefehlt, will ich kurz erwähnen. Sogar wenn ich krank war, bin ich zur Schule gegangen. Und da habe ich so die 3 Jahre durchgezogen, meinen Abschluss dort gemacht. Ich hatte zwar schon eine mittlere Reife aus der Realschule, aber eine scheiß mittlere Reife. Ich glaube mit 3,7 sowas. Ansonsten ja, eine Ausbildung, erstmal ein Jahr BVB gemacht oder sowas. Das ist irgendwas, wenn du keine Ausbildung hast, kannst du da hingehen, kriegst ein bisschen Geld vom Arbeitsamt dafür, dass du da hingehst. Dann ein Jahr Bürokaufmann gemacht, dann ein Jahr zu Hause gehockt, weil ich da rausgeflogen bin und dann meine 3 Jahre Kaufmann im Einzelhandel durchgezogen. Ausbildung beendet, ich glaube mit 87 Punkten habe ich die Ausbildung geschafft und die Schule mit einem 1,1er Schnitt. Dumm bin ich wohl nicht, so wie es aussieht. Direkt nach der Ausbildung meinen Arbeitgeber gewechselt. Ich bin dann in die Autovermietung gerutscht, wie ich ja schon mal erwähnt habe. Dort war ich knapp 1,5 Jahre. Dann war ich, glaube ich, 2 Monate zu Hause sowas und habe jetzt den chilligsten Job der Welt begonnen, einfach im Wettbüro. Ich sitze einfach rum und mache gar nichts. Also gefühlt macht man nichts den ganzen Tag, ist halt ultra ruhig, ultra chillig. Natürlich, Autovermietung war ein bisschen mehr Geld drinne, aber die Autovermietung hat auch so viel bedeutet, wie 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Das zu meinem Werdegang. Ja, wir sitzen auf einer Ninja 250 rum. Wenn es die Frage kommt, warum eine 250, wenn du ein A2 hast? Ich weiß es selber nicht, weil ich hätte mir einfach eine 600er holen können und die drosseln können oder eine 500er und die fahren, aber keine Ahnung. Ich dachte mir halt so, komm, gönnst dir eine 250er. Auch komplett Stock, also alles, was hier dran ist, so wie man es halt vom Händler bekommt, außer hier der Windschild, der ist nachgerüstet. Auspuff, mal schauen, wird vielleicht auch nachgerüstet. Das war die mit Abstand schlechteste Vorstellung von jemandem, die ich, glaube ich, je gehört habe. Ich hatte bis gerade eben übrigens keine Ahnung, wo wir sind. Also ich bin einfach losgefahren und ich fahre irgendwelche Straßen, die ein bisschen ruhiger sind. Nicht, dass man irgendwie abgelenkt wird vom ganzen Erzählen. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, Rosenheimer Straße. Eine der, sagen wir mal, größten Straßen in München. Jawohl. Diesmal biegen wir mal links ab, weil rechts haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Der Fahrradfahrer einfach so, juckt mich nicht. Ich fahre auf falscher Fahrseite. Fahrseite, wahrscheinlich Fahrseite, oder? Bubble. Straßenseite meinte ich natürlich. Ja, Bruder. Kennst du es, wenn du das als Fahrradfahrer kaum aushalten kannst zu fahren und deswegen fast ein Auto überholst, was im Überholmanöver ist? Was macht der? Digga. Komplett lost. Jo, da ist eine G-Klasse als Cabrio. What the fuck? Aber hier darf man nicht links abbiegen, an meiner Zickzack. Ich wollte aber links fahren. Ich drehe einfach vorne um, ist mir egal. Es ist gerade unaushaltbar, die Hitze, Mann. No joke. Oh, es ist so heiß hier drin. Mein Kopf fühlt sich, als ob er schmelzen würde. Oh, eigentlich Kälte, Mann. Ich glaube, wir müssen Tschüss sagen, weil der Akku sich langsam dem Ende nähert.
War ein doch kürzeres Video, als ich jetzt gedacht habe. Wobei ich kann es halt nur einschätzen, wie lange ich jetzt über mich geredet habe. Aber mir kam es ziemlich kurz vor. Weil ich bin jetzt echt viel durch die Gegend gefahren, es ist gar nichts passiert. Außer, dass ich mich dauernd beschwer, wie fucking heiß es ist, Mann. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gesund. Beim letzten Mal habe ich vergessen, das zu sagen. Deswegen bleibt mir jetzt doppelt so gesund. Das reicht als Ersatz, dass ich euch das letztes Mal nicht gewünscht habe. Dann passt. Also, Jungs. Yalla.